Es ist Donnerstag und damit hallo und herzlich willkommen bei Lausitz TV mit den aktuellen News. Viele Cottbusser wurden heute Morgen von Sirenen geweckt. Die Leitstelle Lausitz hat Großalarm ausgerufen. In Sachsendorf hat eine Wohnung gebrannt. Die Einzelheiten folgen jetzt in den Kurznachrichten. 46-Jähriger stirbt bei einem Wohnungsbrand. In den frühen Morgenstunden ist in der Ernst-Bloch-Straße in Cottbus-Sachsendorf ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Bewohnende bemerkten den Brand gegen 5.45 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen, sodass keine Evakuierung des Gebäudes nötig war. In der Wohnung fanden sie jedoch den 46-jährigen Bewohner leblos vor. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Lausitz reicht Bewerbung für Europas erstes NetZero Valley ein. Der nächste Schritt zur NetZero Valley Europas ist gemacht. Denn die Lausitz hat das Bewerbungspapier abgegeben. Dadurch möchte sie sich als Vorreiterin im Bereich grüner Technologien positionieren. In der Bewerbung werden unter anderem Ideen für die Entwicklung von Batterien, Speichertechnologien, Wasserstoff und Stromnetzen vorgestellt. Die Stadt Cottbus hat die Bewerbung koordiniert und dafür über 300 Menschen aus der Region eingebunden, die ihre Ideen eingebracht haben. Das Ziel ist, die Lausitz zu einem führenden Zentrum für umweltfreundliche Technologien zu machen. Berufsorientierung in der Stadthalle Cottbus. Am Samstag ist es soweit. Die Agentur für Arbeit lädt gemeinsam mit dem Jobcenter, der IHK und der HWK von 10 bis 15 Uhr zur interaktiven Berufsorientierungsbörse. Über 80 regionale Unternehmen präsentieren ihre Ausbildungsangebote und geben Einblicke in verschiedene Berufsbereiche. Auch zum Anfassen und Ausprobieren. Die Messe richtet sich an Schülerinnen, Schüler und junge Erwachsene auf der Suche nach einer Ausbildung, einem dualen Studium oder Praktikum. Der Eintritt ist frei und vergesst eure Bewerbungsunterlagen nicht. Die IBOB ist nicht die einzige Karriere- und Zukunftsmesse an diesem Wochenende. Wenn ihr vielleicht einen Trip nach Berlin plant, dann schaut unbedingt mal im Estrel Berlin vorbei. Dort präsentiert sich wieder die ABI Zukunft Berlin. Das ist die größte Berufsinformationsmesse für die Zeit nach dem Abitur. Über 100 Aussteller informieren über verschiedene Studiengänge, Auslandsaufenthalte oder andere Ausbildungen. Kommt vorbei und plant eure Zukunft nach dem Abitur. Die Messe geht von 10 bis 15 Uhr. Und wer sich vorher schon mal schlau machen will, ABI Zukunft Berlin bietet auch den Podcast Berufswahlbooster an. Den könnt ihr euch beispielsweise auf Spotify anhören. Es ist das Sportevent zu Beginn des Jahres. Hunderte Athleten kommen aus der ganzen Welt, um am Springer-Meeting teilzunehmen. Und diesen Mega-Wettkampf will gefühlt ganz Cottbus sehen. Denn die Karten sind immer ruckzuck ausverkauft. Umso tragischer, das Springer-Meeting stand kurzzeitig auf der Kippe. Das ist vom Tisch. Es geht weiter und zwar noch moderner als je zuvor. Also erstmal war ich ja selber Stabhochspringer. Das ist in längst vergangenen Zeiten, aber 1979 mit 5 Metern Stabhochsprung DDR-Juniorenmeister, das war schon was. Das war in der europäischen Bestenliste sogar zu sehen. Ich glaube, in Summe ist ja auch ein toller Mix. Also Frauen, Hochsprung und Stabhochsprung, Männer, ja, einzigartig. Und Cottbus sollte sich diese Einzigartigkeit bewahren. Und dann muss ich ganz klar sagen, also wenn die Matten nicht gekommen wären, wäre dieses Meeting in Gefahr gewesen. Der Internationale Leichtathletik-Föderation hat gesagt, also mit den Matten, die ihr habt, braucht er gar nicht mehr antreten, weil die waren schon wellig. Das hat man beim letzten Meeting gesehen. Hier muss was Neues her, was Zeitgemäßes her. Die Veranstaltung ist die letzten Jahre immer unter den ersten 10 im Ranking gewesen in der Welt, wo wir sehr stolz drauf sind. Nichtsdestotrotz gab es die Auflage vom Weltleichtathletikverband, dass wir einen neuen Sportboden anschaffen müssen. Der alte ist halt nach 10 bis 15 Jahren Nutzung einfach in die Jahre gekommen und war nicht mehr nutzbar. Und uns ist es wichtig, dass wir die besten Bedingungen für unsere Athletinnen und Athleten geben können. Und aufgrund der zur Verfügung gestellten Mittel der Stadt Cottbus konnten wir das jetzt auch realisieren. Das war tatsächlich so, dass man nicht wusste, was passiert denn jetzt mit dem Weggang von Uli Hovig? Gibt es jemanden, der in diese großen Fußstapfen steigen möchte?
der auch das Know-how mitbringt, der die Motivation mitbringt und die Leidenschaft. Und tatsächlich haben wir mit Robert Sammler jemand gefunden als neuen Meetingdirektor. Das war, ich musste gar nicht so lange suchen, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Tobias Schick. Der hat mich so ein bisschen auf ihn auch hingewiesen. Und so gab es Gespräche und wir haben gleich gemerkt, die Chemie stimmt. Was ich mitteilen kann, ist, dass wir im Stabhochsprung der Herren nur Athleten vor Ort haben werden, die laufende Saison über 5,80 Meter gesprungen sind. Alle sind unter den ersten 20 der Welt. Das ist schon ein sehr, sehr starkes Feld, das wir hier begrüßen dürfen. Da bin ich sehr stolz drauf. Auch bei den Damen im Hochsprung gibt es viele Gespräche gerade. Dort werden wir auch unsere deutschen Athleten begrüßen dürfen, die in der Weltspitze auch sehr weit oben vertreten sind. Und werden ebenfalls bei dem Hochsprung der Damen auch tolle Höhen erwarten dürfen. Die stellvertretende Landrätin von Dahme-Spreewald, Susanne Rickhoff, ist ihren Posten los. Das haben die Mitglieder des Kreistags gestern beschlossen. Auch Landrat Sven Herzberger hat für die Abwahl gestimmt. Er ist nach dem Ergebnis erleichtert und die Kreistagsarbeit kann laut ihm nun wieder störungsfrei fortgesetzt werden. Der Landrat hat seine Stellvertreterin im September vom Dienst freigestellt. Grund war ein zerstörtes Vertrauensverhältnis. So langsam wird Zeit für den Wunschzettel. Viele Kids haben ihre Wünsche schon aufgeschrieben. Doch leider gehen gerade Kinder in ärmeren Ländern zu Weihnachten leer aus. Damit auch sie beschenkt werden, gibt es seit Jahren die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Auch wir von Lausitz TV packen ein Geschenk. Was alles rein darf, Julian Günther hat sich schlau gemacht. Okay, bevor mir jetzt irgendjemand kommt von wegen, es ist ja noch nicht mal Dezember. Ja, ich bin schon in Weihnachtsstimmung, aber es ist eine gute Idee dahinter und die will ich euch jetzt erklären. Denn es hat was zu tun mit einem richtig guten Zweck und alles, was ich brauche, ist ein Schuhkarton. Legen wir los. Und um diesen Schuhkarton dreht sich jetzt auch alles. Denn die Aktion Weihnachten im Schuhkarton ist zurück. Nicht alle Kinder kriegen zu Weihnachten Geschenke, manchmal bleibt der Platz unterm Baum leer. Und dagegen wollen wir gemeinsam was tun, hoffentlich mit eurer Hilfe. Man kriegt einen solchen Schuhkarton und als erstes muss der natürlich dekoriert werden. Und alles Weitere zeige ich euch dann, wenn ich fertig bin. So, mein Geschenk ist wunderschön eingepackt und dazu habe ich jetzt noch einen ganzen Beutel mit Dingen, die ich reinmachen kann. Und nebenbei erkläre ich euch ein bisschen, was darf rein in so ein Weihnachten im Schuhkartonpaket und was darf nicht rein. Denn ja, bei der Aktion geht es darum, Kinder zu unterstützen und ihnen was Gutes zu tun, aber trotzdem werden die Dinger in der EU verschickt, also müssen wir uns an ein paar Regularien halten. Was immer gern gesehen ist, ist Spielzeug oder halt zum Beispiel, ich habe hier ein Paket Stifte und ein kleines Malbuch geholt. Die können problemlos rein. Was auch immer gern gesehen ist, sind zum Beispiel Accessoire oder Hygieneartikel. Also ich habe in dem Fall jetzt einfach mal eine Zahnbürste und eine Zahnpasta zum mit reinschmeißen gesucht. Wenn ihr Hygieneartikel macht, also zum Beispiel Seife oder Shampoo oder sowas, dann nur in fester Form. Alles, was flüssig ist, darf hier nicht rein. Das könnte auslaufen und ähnliches. Deswegen habe ich auch einmal eine feste Seife mit dazu gebracht. Was natürlich auch immer geht, ist Kleidung. Da muss man dann ein bisschen drauf gucken, wenn man später festlegt, wie alt ist das Kind oder für welches Kind ist es, dass man auch ungefähr die richtige Größe holt. Und ich dachte, so ein kleines Plüschtier geht ja auch immer. Natürlich könnt ihr noch viel mehr reinmachen. Es gibt noch Spielzeug, was man gut reinmachen kann. Lego ist immer gern gesehen, Spielzeugautos. Es gibt nur ein paar Sachen, die nicht reingehen können. Und das sind zum Beispiel Süßigkeiten. Das ist einfach, weil in allen EU-Ländern andere Regularien herrschen und die eben nicht immer überall legal sind. Dementsprechend, es gibt eine schöne Liste auf der Samariter-Seite, da findet ihr auch nochmal alle anderen Infos rund um Weihnachten im Schuhkarton, wie so eine Kiste auszusehen hat, was rein darf. Schaut es euch einfach mal an und packt auch ein Paket mit mir. Weiter geht's im nächsten Schritt. Wenn es dann ans endgültige Zusammenpacken geht, fehlen noch zwei Sachen. Zum einen muss man spezifizieren, ist das Geschenk für ein Mädchen oder für einen Jungen und auch eine gewisse Altersgruppe festlegen. Der Zettel kommt damit rein, also ich darf mal wieder schnippeln. Der Zettel kommt rein, was natürlich auch auf gar keinen Fall fehlen darf, ist ein kleiner Weihnachtsgruß. Wir haben ja auch einen gemacht vom Sender, alle haben unterschrieben. Der kommt natürlich auch mit dazu. Und damit man auch ein bisschen erkennt, dass es von uns ist, spenden wir auch noch einen Lausitz-TV-Beutel. Ein bisschen Merch in die Welt schicken, geht doch immer. Das Ganze packe ich jetzt noch vernünftig zusammen und dann zeige ich euch, wie man das richtig abschickt. Also dann legen wir los. So, das Lausitz-TV-Sendergeschenk für Weihnachten im Schuhkarton ist fertig.
und natürlich mit Gummiband verpackt. Denn bitte die Pakete nicht zukleben. Die Leute müssen ja nochmal nachschauen vor Ort, ob auch wirklich nur Sachen drin sind, die auch in der EU verschickt werden können. Sollte das nicht der Fall sein, also vielleicht habt ihr aus Versehen doch einen Schoki reingepackt oder ähnliches, gar kein Ding. Das wird einfach an anderer Stelle für einen gemeinnützigen Zweck verwendet. Wenn ihr mitmachen wollt, geht jetzt noch ganz schnell auf die Seite von den Samaritern. Die Aktion ist noch bis dieses Wochenende. Also ihr habt noch Zeit, euer eigenes Geschenk abzugeben und Kinder glücklich zu machen, dafür zu sorgen, dass sie was unter dem Weihnachtsbaum haben. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eins, ich muss das Geschenk noch loswerden. Ja, zu Santa ist es ein bisschen weit, deswegen mache ich einfach mal den Trip zur Stadthalle. So, von der Stadthalle aus einmal durch die Spreegalerie bin ich angekommen. Vor der Tür vom Center Management in der Karl-Marx-Straße 68. Hier könnt ihr euer Paket dann abgeben. Bringt es einfach hoch, es wird dann erst in Europa verschickt und dann ab in die ganze Welt. Ein frohes Weihnachten per Paket. Und ich habe es zwar schon mal gesagt, aber kommt Leute, macht mit. Ihr habt noch Zeit, verschickt Pakete, helft Kindern, habt Bock, seid weihnachtlich. Dann fehlt jetzt nur noch der Weihnachtsbaum. Und in Cottbus steht der schon mal. Die traditionelle Tanne auf dem Altmarkt kommt in diesem Jahr aus Lauchhammer und ist 13 Meter hoch. Jetzt wird sie noch fertig geschmückt und dann steht der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November nichts mehr im Wege. Nichts im Wege steht auch unserer heutigen Ausgabe von Augenblick mal. Die kommt jetzt mit Vika, Jakob, Simon. Ich wünsche an dieser Stelle noch einen schönen Abend, schaut morgen wieder rein. Bis dahin, tschüss. Was ist braun, faltig und kann nicht schwimmen? Rosine. Wenn ich diese Rosine hier in ein Glas mit Wasser werfe, blub, sinkt sie auf den Boden, auf Nimmerwiedersehen, abgetaucht und versunken. Was passiert aber, wenn ich eine Rosine in ein Glas mit Sprudelwasser gebe? Ich zeig's dir. Sie geht auch unter. Dann sammeln sich Bläschen an der Rosine und sie fängt an zu tanzen. Geht unter, geht wieder auf, steigt auf und nieder. Quasi Lavalampe bei bestellt. Sobald sich genug Bläschen an ihr gesammelt haben, bekommt sie Auftrieb, strebt an die Oberfläche. Was gibt dir Auftrieb, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, die Wellen über dir hineinbrechen und du in den Fluten des Lebens untergehst? Bei mir ist es oft nicht eine einzelne Sache, so wie in unserem Beispiel eben, ganz viele Bläschen, die Auftrieb ermöglichen. Das sind die kleinen Dinge, wie ein Lob vom Trainer oder dem Mannschaftskameraden nach dem Spiel oder ein fröhliches Papa, wenn die Kinder nach der Schule nach Hause kommen. Und dann ist da diese Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob das eine größere Blase ist oder ebenso viele kleine. Vielleicht mal so, mal so. Eine Hoffnung, die sich speist aus meinem Glauben an Jesus. Ein Hoffen darauf, dass die Zeit kommen wird, in der er abwischen wird all unsere Tränen und der Tod nicht mehr sein wird. Eine Hoffnung darauf, dass Gott den Entrechteten Recht schafft und dass das Leben, das ich sehe und erlebe, nicht alles ist. Eine Hoffnung auf ein bisschen Ewigkeit, schon im Hier und Jetzt, da, wo Menschen neu anfangen und Hass überwinden. Das zieht mich nach oben, gibt mir Auftrieb im Strudel der Zeiten. Das herrlich Realistische an unserem Bild: Die Rosine bleibt nicht Tag ein, Tag aus an der Oberfläche. Auch zu diesem Hoffen gehört das Auf- und das Absinken. Wie gut, dass Jesus selber schon ganz unten war. Am Boden treffen wir uns wieder und ich kann schon wieder ein bisschen Auftrieb spüren. Die Black Deals von Pure werden bunt. Sicher dir Internet mit bis zu 100 Mbits für monatlich nur 17,99 €. Dauerhaft. Und für nur 2 Euro mehr im Monat bekommst du Kabelfernsehen dazu. Mach deinen Black Deal und spare dauerhaft bei deinem Internetanschluss. Alle Informationen zum Angebot im Shop oder auf pure.com. PYUR.com.
Ihr Küchentraum zum Schnäppchenpreis im Möbelzentrum Großräschen. Küchenpersonalkauf für alle, nur noch bis zum 22. November. Planen Sie Ihre neue Traumküche und sichern sich Mitarbeiterkonditionen bis zu 50% reduziert. Und obendrauf gibt es zusätzlich noch 3% Personalrabatt extra. Jetzt zuschlagen und ganz bequem mit 0% Sonderfinanzierung zahlen. Rufen Sie gleich an unter 03 57 53 22 20 und sichern sich alle Vorteile. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Ella, Ella. 65 Jahre Städtepartnerschaft Cottbus-Montreuil. Radio Cottbus präsentiert am 15. November die French Night im Gladhaus Cottbus. Feiert die Städtepartnerschaft und die deutsch-französische Freundschaft ab 21 Uhr mit DJ Crossrocker, einem Disco-Mix aus 6 Jahrzehnten mit dem sorbischen Rapper Stoy und einer Show der Peeptoes. Gefördert wird die French Night vom deutsch-französischen Bürgerfonds. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf cottbus.de/French Night. Aber das wäre das preis-leistungstechnisch Beste, was wir dir bieten können. Okay, und von der Kamera her? Ist super. Ist die beste Selfie-Kamera. Darf ich? Cool, das ist es. Jetzt brauche ich nur noch... Eine Powerbank, Handyhülle. Nee, Follower. Gut. Kann man im Lager gucken. Tolle Technikangebote und bester Service. Jetzt bei Expert entdecken. Mehr Angebote im Prospekt, online oder im Markt. Ich berate dich gern. Ich bin Ben, dein Techniknachbar. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus.